Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge im Pokémon Testlabor. Die letzte Folge ist echt gut bei euch angekommen, weswegen wir das Ganze weitermachen. Für diese und die nächsten Folgen Testlabor schauen wir uns das Giga-Dynamax-Phänomen genauer an und bauen ein Team für jedes Giga-Dynamax-Pokémon. Beginnen tun wir das Ganze mit den UFO-Marienkäfer des Bösen, Martellit. Martellit besitzt den Psycho- und Käfertypen und hat gute defensive Werte. Sollte es sich Giga-Dynamaximieren, werden die Psycho-Attacken zu Giga-Astrowellen. Was bedeutet, dass neben etwas Schaden die Attacke für 5 Runden die Erdanziehung rausholt. Ein Flächeneffekt, der alle Pokémon im Kampf auf 3 Arten beeinflusst. Zum einen können einige Attacken nicht mehr eingesetzt werden, wie beispielsweise Sprungfeder, Fliegen oder Turmkick. Zum zweiten erhöht sich die Genauigkeit von allen Attacken um 66%. Die einzige Ausnahme bilden hier die K.O.-Attacken. Hier bleibt die Genauigkeit unverändert. Und zu guter Letzt können Flug-Pokémon sowie Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe oder dem Item Luftballon von Bodenattacken getroffen werden. Der Einfluss von Erdanziehung kann enorm sein und genau das versuche ich mit dem heutigen Team auszunutzen. Im heutigen Team sind Martellit, Pixie, Liberlo, Milotic, Drifzeppeli und Drapfel dabei. Jedes Pokémon hat eine Aufgabe, die durch die Erdanziehung im wahrsten Sinne des Wortes weniger schwer sein soll. Während der Kämpfe werde ich näher auf die Movesets der Pokémon eingehen, weshalb es jetzt schon losgehen kann mit dem ersten Kampf. Viel Spaß. Okay, los geht's gegen Stalova, Relaxo, Togekiss, Katapultra, Olangar und Austos. Das ist doch eine gesunde Mischung. Wir sehen auf jeden Fall zwei Feen-Pokémon, ein Geist-Pokémon und ein Pokémon, das gerne Bauchtrommel einsetzt. Ganz im Geiste der ersten Folge Testlabor. Die Idee hinter diesem Team ist relativ simpel. Wir brauchen Martellit am Anfang und das soll Erdanziehung quasi einsetzen, beziehungsweise Giga-Astrowellen, was dann die Erdanziehung rausholt. Heißt also Martellit an erster Stelle. Jetzt müssen wir gucken. Mein gegnerisches Team ist eigentlich gar nicht mal so schnell. Abgesehen von Katapultra sind die gegnerischen Pokémon nicht so schnell unterwegs. Heißt also, ich brauche nicht unbedingt Drifzeppeli. Ich werde es aber trotzdem ausprobieren. Da nehmen wir natürlich Drapfel mit. So ein kleiner Star der Show hier. Wir sehen ansonsten nichts ultragefährliches, weswegen ich dann noch Pixie mitnehme. Pixie könnte ganz cool sein gegen Stalobor und die anderen Pokémon. Wobei Milotic auch. Oh, ich könnte einen Kompromiss machen und sogar Liberlo mitnehmen. Ich habe dieses Team noch nie gespielt. Ich habe es nur in der Theorie quasi getestet. Und ich nehme das genau an dem Tag auf, wo das zweite DLC für diese Spiele rausgekommen sind. Heißt also, vielleicht sehen wir auch das ein oder andere neue Pokémon in dieser Folge. Ich nehme quasi gerade das Let's Play auf und habe mir gedacht, komm, eine Folge Testlabor. Ich plane dieses Team schon so lange. Ich bin so heiß darauf, dieses Team endlich mal auszuprobieren. Ich habe sehr lange daran gezüchtet und ausprobiert. Beziehungsweise theoretisch ausprobiert. Gekämpft habe ich damit noch nie. Das ist meine Premiere hier gerade. Und deswegen bin ich selbst sehr gespannt. Lichtlehm und Giefebeere. Dann habe ich Liberlo tatsächlich richtigerweise mitgenommen. Für alle, die gerade aufgepasst haben, die werden gleich sehen, was hoffentlich passiert. So, die Idee hinter diesem Team ist es natürlich direkt, sich zu Dynamaximieren und Giga-Astrowellen einzusetzen. Eine Psycho-Attacke, die nur Giga-Dynamax Martellit einsetzen kann, ändert die Erdanziehung für 5 Runden. Was die Erdanziehung dann bewirkt, habe ich ja im Intro schon gesagt und wir müssen dann Relaxo angreifen, was auch in Ordnung ist. In der gleichen Runde würde ich dann gerne Hypnose einsetzen gegen ebenfalls Relaxo. Ich habe das Gefühl, dass da ein Bauchtrommel gleich kommt. Ich bin so gespannt, wie gut das Team funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass es das stärkste Team auf dem Planeten ist. Alleine schon, weil Martellit selbst kein starkes Pokémon ist. Aber ich möchte es unbedingt ausprobieren. Und falls ihr mal ein Giga-Dynamax-Pokémon in diesem Projekt, in diesem Format sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich werde ein Team drumherum bauen. Lichtschild kommt durch. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Giga-Astrowellen kommen durch, werden nicht so viel Schaden machen. Speziell auch wegen dem Lichtschild und weil Relaxo eine gute Spezialverteidigung hat. Jetzt wirkt aber die Erdanziehung und jetzt, das ganze Team baut auf Erdanziehung auf. So, Hypnose kommt durch. Hypnose hat eigentlich eine 60%ige Genauigkeit. Durch Erdanziehung liegt sie bei über 100 und demnach trifft Hypnose 100%ig und Relaxo kann seinen Bauchtrommel nicht spielen. Das ist schon mal was Positives. Jetzt müssen wir gucken, wie wir weiterarbeiten. Ich könnte Dina Schwarm einsetzen und gegebenenfalls auch auswechseln oder mit einem Donner probieren. Weil ich erwarte jetzt eigentlich einen Reflektor. Ich könnte auch instant auswechseln. Zu Drapfel. Drapfel würde hier echt kurz einen Prozess machen.
Oder ich hole Liberlo raus. Liberlo hat Seitenwechsel. Ich wollte die Attacke unbedingt mal ausprobieren. Und wo kann man es besser ausprobieren als in diesem Format? Seitenwechsel bedeutet, wenn mein Gegner Aurora-Schleier, Lichtschild, Reflektor oder ähnliches spielt, kann ich gleich quasi den Reflektor oder das Lichtschild nehmen oder beziehungsweise beides und auf meine Seite packen. Und mein Gegner verliert dann den Reflektor und das Lichtschild. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Deswegen trägt auch Liberlo einen Fokusgurt, damit er auch sicher das durchbekommt. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Relaxo wirklich müde ist und hoffentlich für mindestens 2 Runden schläft. Okay, für diese Runde schläft er schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, wir können eigentlich direkt wieder Dina Schwarm einsetzen. Oder wir gehen auf Giga Astrowellen, damit sich die Gifibäre aktiviert und er nicht instant wieder Bauchtrommel einsetzen kann. Das ist eigentlich auch eine coole Sache. Oder Dina Schwarm und Olangar weg. Ah, wir gehen auf Olangar. Und wir gehen auf Seitenwechsel. So, Seitenwechsel kommt durch. Liberlo wird zu einem Normaltypen, was, glaube ich, ganz okay ist. Und jetzt tauschen wir quasi alles, was so auf der Seite so abging. Auch Tarnsteine, Stachler und so weiter werden getauscht. Muss man ein bisschen aufpassen. Da ich keine gespielt habe, ist es ja halb so wild. Und demnach ist jetzt das Lichtschild weg. Und der Schaden ist immer noch nicht so übelst da. Das liegt aber so ein bisschen am Aratelit selber. Ist kein extrem starkes Pokémon. So ein Schmarotzer kommt durch. Das ist gut. Mein Schwächenschutz wird so aktiviert. Dankeschön. Das läuft ja besser als gedacht. So, das ist das Coole an Martellit. Wenn der einen Schwächenschutz aktiviert bekommt, dann macht er auch wirklich Schaden. Leider ist jetzt die Gigadiener-Maximierung weg. Das Einzige, was ich jetzt so in der Theorie erkannt habe, was schlecht werden könnte, und deswegen habe ich Pixie mit Gravitation bzw. Erdanziehung dabei, dass die Gravitation schneller abläuft, als man gucken kann. Ich habe nur noch 2 Runden. So schnell kann das gehen. Ja, dann greifen wir mal mit Käfergebrumm an. Und mit Feuerball. Feuerball sollte Relaxo vielleicht one-shotten können. Kann ebenfalls nicht daneben gehen, hat ja auch keine 100%ige Genauigkeit, solange die Erdanziehung draußen ist. Und die einzige... Alter, ist das tanky. Holy! Ist ja richtig tanky. Käfergebrumm besiegt Olangar. Ich denke mal, das hat wieder Schmarotzer oder so eingesetzt. Relaxo ist aufgewacht und geht auf einen Feuerschlag. Das sollte Martellit eigentlich standhalten. Ich denke mal, er hat seine EV so verteilt, dass Relaxo defensiv ausgelegt ist. Und es bekommt dann quasi die offensive Kraft dadurch, wenn es Bauchtrommel einsetzt. Jetzt kommt Togekiss. Das ist in Ordnung. Wir gehen jetzt auf Psychokinese. Wir könnten auch Seitentausch einsetzen. Nicht zu verwechseln mit der Attacke, die ich gerade eingesetzt habe. Seitentausch bedeutet, dass meine Pokémon die Plätze tauschen. Das könnte ganz cool sein, wenn man denkt, dass ein Pokémon gefokust wird. Dass man da dann einfach die Plätze tauscht. Das eine heißt Seitentausch, das andere Seitenwechsel. Ich gehe mal auf Psychokinese. Macht genauso viel Schaden wie Käfergebrumm. Beides senkt auch die Spezialverteidigung. Und ich habe Mülltreffer dabei. Ich habe noch 1 Runde Erdanziehung. Mülltreffer hat auch nicht die höchste Genauigkeit. Ich glaube, die liegt bei 70 oder 80. Aber die Erdanziehung macht es möglich. Und mit dem Gifttypen sollte ich eigentlich auch ganz gut dastehen. Vielleicht reicht das ja schon. Oh ja, das war deutlich. Nice. Das ist gut. Psychokinese kommt durch. Martellit vielleicht jetzt ein bisschen mehr Schaden. Ja, okay, das ist in Ordnung. Viel mehr habe ich nicht gerechnet gegen einen defensives Relaxo. So, jetzt kann er kann immer noch Bauchtrommel einsetzen, aber ich glaube, das hat er schon aufgegeben, den Plan. Jetzt hat er leider mein Liberlo angegriffen. Die Erdanziehung ist wieder normal, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Notfall muss ich Pixie rausholen. Katapultra kommt rein. Starkes Pokémon. Ja, Relaxo ist eigentlich kein Problem mehr für mich. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie Katapultra ein bisschen Feuer unterm Hintern mache. Wie viele Runden habe ich noch von... Ja, nur... Oh, noch 3 Runden Lichtschild. Heißt also, ich habe noch 4 Runden Reflektor. Das ist gut. Dann gehen wir auf Psychokinese gegen Katapultra. Wir ignorieren einfach mal das Relaxo. Aber was setze ich ein? Feuerball oder Mülltreffer? Ist doch beides nicht sehr effektiven Schaden. Gehen wir mal auf Feuerball.
Vielleicht ist Feuerball ein bisschen besser. Oh, es geht auf Phantomkraft. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war gut von meinem Gegner. Oh, ich hätte es nicht fokussen sollen. Aber ich kann gleich... Oh, wait. Das ist eigentlich... Warte, kann ich das outplayen? Er geht wieder auf Feuerschlag. Da ist ja mein Martellit besiegt. Vergehen noch ein paar Tage. So, jetzt gehe ich auf Seitentausch. Und auf Schutzschild. Oder ich gehe offensiv. Wenn ich Schutzschild einsetze und Seitentausch einsetze, dann müsste die Phantomkraft, wenn sie gegen Martellit eingesetzt wurde, gegen Liberlo eingesetzt werden. Und da es ein Normal-Pokémon ist, wird die Geistattacke nicht treffen. Das war meine Idee. Aber ich glaube nicht, dass so viel Schaden bei rumkommt. Deswegen kann ich ja eigentlich direkt offensiv gehen und nicht die Lichtschild- und Reflektorrunden verschwenden. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen verplant klinge, aber ich muss selbst gerade überlegen, ob ich alles hier irgendwie richtig mache. Das ist meine erste Runde und es läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gegen ein gar nicht mal so schlechtes Team. So, das hat reingehauen. Viel mehr Schaden habe ich eigentlich auch nicht hier erwartet. Feuerschlag kommt durch. Sollte eigentlich auch gegen Martellit geplant sein, dann war der Seitentausch echt Gold wert. Dann fokussen wir mal das Relaxo weg. Just in case, wenn Katapultra wieder auf Phantomkraft oder so geht. Anscheinend hat es nichts Besseres. Es könnte auch Drachenpfeile einsetzen oder sich Dynamaximieren. Stimmt. Das hat er echt spät gemacht. Das hätte er machen sollen, bevor er Phantomkraft eingesetzt hat. Dann wäre mein Martellit zumindest besiegt gewesen. Wahrscheinlich. Kommt sehr, sehr spät. Okay. Er weiß noch nicht, dass ich einen Drapfel dabei habe. Ist jetzt nicht das gruseligste Pokémon in der Hinterhand zu haben, aber noch weiß er es nicht. Er wird es vermutlich gleich herausfinden. Oh, ich weiß nicht, ob ich gegen einen Dynamax Katapultra was machen kann. Feuerball wird nicht reichen. Feuerball wird nicht reichen. Ne. Relaxo ist einfach zu tanky. Das ist der Wahnsinn. So, das könnte ich noch standhalten. Genau. Lichtschild hört auf zu wirken. Jetzt bekomme ich noch mehr Schaden. Ich muss mit Drift Zeppeli probieren, Rückenwind rauszuholen. Dann müsste Drapfel schneller sein als Katapultra. Und dann müsste ich hoffen, dass eine Attacke trifft. Ansonsten sieht es schlecht aus. Ansonsten sieht es sogar sehr schlecht aus. Ja, Feuerball, Rückenwind und Go for it. Ich hätte Pixie vielleicht mitnehmen müssen, weil die Gravitationsrunden, und das ist das, was ich, wie gesagt, in der Theorie schon so ein bisschen befürchtet habe, die Gravitationsrunden sind einfach ein bisschen zu wenig. Dynaspuk kommt natürlich gegen Drift Zeppeli durch und es reicht. Okay, ich habe vielleicht verloren. Ich habe vielleicht verloren. Was unter anderem daran liegt, dass Relaxo so tanky ist und Katapultra einfach super viel Schaden macht. Aber ich habe auf jeden Fall verstanden, wie ich das Team einsetzen kann. Das ist auf jeden Fall auch schon viel wert und das ist ja quasi genau der Sinn dieses Formates. Das wird reichen. Okay, kann es Drapfel alleine reißen? Ich denke mal, wir alle kennen die Antwort. Außer ein Tiefschlag reicht aus. Tiefschlag reicht aus. Also der Grund, wieso ich überhaupt Drapfel mit habe, sind zwei Gründe. Einmal hat Drapfel Übereifer als Fähigkeit. Was bedeutet, es bekommt 50% mehr Angriff im Austausch gegen minus 20% Genauigkeit. Was mehr oder weniger egal ist, wenn die Erdanziehung aktiviert wurde, weil meine Attacken dann genauer werden. Heißt also, am Ende des Tages bekomme ich plus 50% Angriff für mehr oder weniger nichts im Austausch, solange, wie gesagt, die Erdanziehung aktiv ist. Außerdem hat er eine Attacke, die nur Drapfel erlernen kann, und zwar Gravitation. Die macht 80 Schaden. Sollte die Erdanziehung aktiviert sein, macht sie 120 Schaden. Eine sehr, sehr coole Attacke mit Stab, kommt extrem viel Schaden bei rum. Und ich muss jetzt hoffen, dass Tiefschlag trifft und Katapultra ausnockt. Ich habe die Befürchtung, dass es nicht reicht. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Oh, nee. Wow. Ja, meine Befürchtung war, glaube ich, leider richtig. Ich glaube, ich hätte den Kampf gewonnen, hätte ich ein KP mehr Schaden gemacht. Ein verdammter KP hat mir den Kampf verloren.
Okay, das war die erste Runde, hat aber echt viel Spaß gemacht. Das Team ist gar nicht mal so schlecht. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Okay, weiter geht's gegen ein Fossil-Pokémon-Team. Wir haben Rokara Amargaga, heißt es, meine ich. Ich kann mir den Namen von dem Pokémon nicht immer merken, der hat so einen komischen Namen. Ansonsten noch Monagoras, Kamalm, Armaldo und Humanolid. Das ist auch ein Mono-Gesteins-Team. Da werden sich auf jeden Fall Milotic und Drapfel freuen. Wir machen aber das gleiche wie gerade. Martellit wird natürlich der Gesteinstyp nicht allzu sehr schmecken. Da müssen wir jetzt so ein bisschen durch. Kann Rokara den Bizarro-Raum rausholen, ist die Frage. Wenn ja, dann würde ich auf jeden Fall Pixie mitnehmen. Wir nehmen Pixie mit. Wir wollen ja jedes Pokémon einmal zeigen. Dann haben wir Milotic und Pixie mitgenommen. Dann hätten wir jedes Pokémon mindestens einmal mitgenommen. Das ist zumindest etwas. Es geht ja nicht hier darum, Siege einzufahren und alle Gegner wegzustoppen, sondern einfach auszuprobieren. Und ich glaube, so viele Leute haben Giga Dynamax Martellit noch nicht ausprobiert. Und ich finde das Design von diesem Pokémon einfach wundervoll. Eine 11 von 10 ist es für mich. Das Einzige, was mich stört, ist ein bisschen, dass es competitive nicht so viable ist. Aber genau deswegen wollte ich es in diesem Format einmal ausprobieren. Bisher hat es mich Halsspray und Fokusgurt. Okay. Heißt also, es kommt sicher ein Bizarro-Raum durch. Er würde kein Fokusgurt tragen, wenn er nicht einen Bizarro-Raum hat. Dann hoffen wir mal, dass wir eine Gesteinsattacke überleben. Härtetest aktiviert, würde ich sagen. Wir gehen auf das Pokémon mit dem Fokusgurt. Und könnten... Oh, ich könnte Spotlight einsetzen. Spotlight würde bedeuten, dass alles Schaden an Pixie gemacht wird und Martellit sicher die Runde überlebt. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, ich setze Fokusstoß ein. Vierfach effektiv gegen ein Eis Gesteins-Pokémon ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Machen wir. Fokusstoß passt natürlich auch in dieses Thema mit rein. Wenn die Erdanziehung aktiv ist, dann hat Fokusstoß auch eine 100%ige Genauigkeit. Also ich habe wirklich das ganze Team darum gebaut, dass die Erdanziehung einen großen Nutzen hat. Das Einzige, was ich nicht mit eingebaut habe, ist irgendwie Erdbeben mit einzubringen. Man könnte natürlich auch ein Team spielen, das nur die Erdanziehung rausholt und dann die ganze Zeit Erdbeben spammt, weil Flug-Pokémon, wie gesagt, und Schwebe-Pokémon auch nichts zu sagen haben. So, Giga-Astrowellen kommen durch. Das ist gar nicht mal so schlechter Schaden. Weil es ein Volltreffer war. Okay, Fokusstoß wird treffen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Initiative hier ist. Schallwelle macht echt wenig Schaden. Halsspray wird aber aktiviert. Ich glaube, er rechnet noch nicht mit dem Fokusstoß auf meinem wundervollen Pixie. Wenn ich das Pokémon hasse, ist es einfach richtig gut in diesem Team. Es gibt leider nicht viele Pokémon und so ironisch, wie das klingt. Selbst Martellit selber kann nicht Erdanziehung erlernen, also die Attacke. Es gibt sehr, sehr wenige Pokémon, die Erdanziehung erlernen können. Und wenn man dann noch die legendären Pokémon davon streicht, die diese Attacke erlernen, bleiben, glaube ich, nur noch 4 oder 5 Pokémon übrig. Eins davon ist Pixie. Ich glaube, Humanolid selbst kann auch Erdanziehung erlernen. Zwirklob und Zwirfinst. Oh, Monagoras. Hallo. Du kommst eigentlich ganz gelegen, um ehrlich zu sein. Ich habe so ein wundervolles Feen-Pokémon hier draußen, das mal die Mondgewalt einsetzen will. Ich weiß jetzt nicht, wer schneller. Monagoras oder Pixie im Bizarro-Raum. Ich meine, mein Martellit sollte das langsamste Pokémon hier sein. Oh ja, das wird jetzt böse enden. Monagoras ist auch so ein schönes Pokémon. So ein Monster von Pokémon. Das wird auf jeden Fall in einen der Thementeam-Folgen mit eingebaut. Da werde ich nicht drum rumkommen. Vom Design auch wirklich eine 11 von 10. Nur Tarnsteine. Okay. Das ist halb so wild. Ich habe ja nicht mein Libello dabei. Fokusgurt kann nicht gebrochen werden. Pixie ist langsamer, beziehungsweise schneller im Bizarro-Raum. Und ja, das mit dem Monagoras hat sich dann ganz schnell erledigt. Okay. Das war ein kompletter Stomp. Aber das war auch kein richtiges Tryhard-Team. Das war ein Mono-Gesteins-Team und dagegen ist mein Team eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn man da drauf guckt. Vom Prinzip her. Aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an, mit dem Team zu gewinnen. Es fühlt sich einfach belohnt an, weil dieses Team echt anstrengend sein kann. Man muss auf jede Runde achten. Man darf eigentlich keine Runde verschwenden. Die Gravitation ein zweites Mal rauszubekommen, wenn man kein Pixie mit hat, ist nicht möglich. Und wenn man Pixie mit hat, muss man aufpassen, dass Pixie nicht
besiegt wird, bevor es die Gravitation rausgeholt hat. Wie gesagt, so viele Alternativen gibt es da nicht. Kamalm kommt raus, ich habe eine Pflanzenattacke. Ich denke mal, das hier ist erledigt. Sehr cool. Der Kampf wurde auch aufgegeben. Eine Pflanzenattacke hätte ausgereicht. Spätestens der Fokusstoß dann von meinem wundervollen Pixie. Sehr cool. GG Wellplayed an meinen Gegner. Cooles Team. Monogesteinsteams zu spielen ist sehr, sehr mutig, weil die sehr viele Schwächen haben. Und wir sehen uns gleich schon in der dritten Runde. So, und weiter geht's gegen Stalobor, Despota, Hutsasa, Fuegro, Wulaosu und Togekiss. Das sieht doch mal ein bisschen mehr nach Tryhard aus. Ja, die Taktik bleibt immer wieder die gleiche. Wir wollen die Gravitation herbeirufen und holen deswegen Martellit mit rein. Der Star der Show, der muss es quasi zeigen. Das ist quasi der Grund, wieso überhaupt dieses ganze Team hier entstanden ist. Ich will auch so gerne Drapfel spielen. Dieses Pokémon sieht man quasi nie. Gegen dieses Team könnte das ganz gut sein sogar. Aber davor müsste ich dann Drifzeppeli spielen. Und Drifzeppeli, ja, je nachdem, was Wulaosu für einen Typen hat. Aber selbst Despota und Stalobor könnten da mir einen Strich durch die Rechnung machen. Wir probieren es aber trotzdem aus. Wir haben ja nichts zu verlieren. Drapfel nehmen wir dann demnach mit. Das letzte Pokémon wäre wieder gut, dass es Pixie ist, falls dieses Wulaosu vom Typen Unlicht und Kampf ist. Wenn es Wasserkampf ist, ist es halb so wild. Da mein Gegner keinen Reflektor oder Ruderschleier oder sowas rausholen will, Lichtschild, nehme ich nicht Liberlo mit. Milotic wäre noch eine Wahl. Wir haben Milotic gerade nicht gesehen, nehmen wir mal Milotic mit. Wie gesagt, zumindest jedes Pokémon mal zeigen, was die Rolle von diesem Pokémon in diesem Team ist. Und ich habe ja gerade so ein bisschen über Drapfel geredet. Ich habe es ja mitgenommen, beziehungsweise es ist ganz gut in dem Team, unter anderem wegen der Fähigkeit Übereifer. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Pokémon, die Übereifer erlernen können. Namhafte Pokémon sind da noch Fermicula, das Stahlkäfer-Pokémon, die kleine Ameise. Und das Fossil-Pokémon aus Galar, Elektragon, Elektrodrache. Ich habe die beiden nicht in diesem Team aufgenommen. Einmal Elektragon habe ich nicht mitgenommen, weil ich nicht noch einen Drachentypen in meinem Team wollte. Jeder oder nahezu jeder spielt Feenattacken oder Feen-Pokémon und je mehr Drachen-Pokémon man im Team hat, desto schwieriger wird das. Ich wollte da nicht unnötig mir noch mehr Schwierigkeiten im Team einbauen. Fermicula hatte irgendwie keinen so richtigen Platz. Ich wollte unbedingt Liberlo spielen. Ich hätte ansonsten Fermicula anstelle von Liberlo mitgenommen. Für alle, die vielleicht auch dieses Team mal nachbauen wollen oder selbst spielen wollen. Hier wäre Dina Schwarm oder Dina Flora natürlich perfekt. Ich kann aber nicht riskieren, nicht die Gravitation rauszubekommen. Ich habe nur diese Chance, die Gravitation rauszubekommen. Deswegen müssen wir das auch einsetzen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, welche Items die haben, weil ich geredet habe. War vielleicht ein bisschen blöd von mir. Ja, wir gehen auf Rückenwind. Wir gehen auf Rückenwind und dann holen wir gleich Milotic rein. Ich glaube nicht, dass ich diese Runde mit Drifzeppeli überleben werde. Wenn ihr vorhabt, Fermicula anstelle von Liberlo zu spielen, was wirklich Sinn ergibt. Also es ist nicht schlecht, beziehungsweise ich kann es mir nicht vorstellen. Übereifer, wie gesagt, ist ein Wahlband for free, wenn die Erdanziehung aktiv ist. Dann würde ich den Fokusgurt auf jeden Fall Drifzeppeli geben, damit er zumindest den Rückenwind durchbekommt und der Steinhagel sitzt richtig. Aber der Schwächenschutz wird aktiviert. Das war sogar ein Volltreffer gegen Martellit. Wow, okay, der hat ihn besser weggesteckt als gedacht. Das noch von einem Stalobor. Das Problem ist natürlich auch, dass der Sandsturm die Spezialverteidigung von Despota erhöht. Drifzeppeli setzt Rückenwind ein, das ist gut. That's what I like to see. Und Giga-Astrowellen kommen durch. Wait, hat Despota schon angegriffen? Oder habe ich irgendwas verpasst? So, die Gravitation, Erdanziehung. Nee, Despota hat noch nicht angegriffen. Finsteraura wird nicht reichen. Oh, wäre der Volltreffer nicht von Stalobor gekommen, wäre Martellit sogar ziemlich gesund unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, ob der Sandsturm... Okay, der Sandsturm reicht noch nicht ganz aus. Gut, dann der letzte Wille von Martellit. Ich denke mal, Dina Schwarm wird mehr Schaden machen, weil es Stab ist. Ja. Ich überlege gerade... Ich könnte das Despota einschläfern. Ich
ich kann das Despotar nicht besiegen. Ich werde nicht mit einem... Ah, wobei, ich im Schwächenschutz aktiviert. Ja, komm, machen wir's. Dann schläfern wir das Stalobo ein. Oder? Ja. Ich hoffe, ich habe richtig gedacht. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell Stalobo ist. Okay, Stalobo ist langsamer als mein Driftzeppli im Rückenwind. Heißt also, es wird jetzt kein Steinhagel durchbekommen. Heißt also, als nächstes wird Martellit angreifen und das kann dann... Was habe ich jetzt eingesetzt? Dina Schwarm, die Käferattacke, ne? Mit plus zwei Spezialangriffen müsste das doch reichen, oder? Ja, okay, das war eindeutig. Sehr schön. Oh, ich mag dieses Team irgendwie. Lasst mich wissen, was ihr von dem Team haltet. Mir gefällt es tatsächlich sogar sehr gut. Ich sollte sowas häufiger machen. Ich bin so froh, dass es funktioniert. Wie gesagt, das ist mein drittes Mal jetzt gerade. Das ist mein dritter Kampf mit diesem Team und es ist einfach, es macht einfach Spaß. Es ist einfach was anderes. So habe ich noch nie quasi Pokémon gespielt, wo ich nur darauf achte, auf eine ganz bestimmte Attacke und dann darum rumspiele. Das macht echt Bock. Ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringen kann, aber das Team ist gar nicht mal so schlecht. Das einzige Problem ist Liberlo. Wenn man das in bewerteten Kämpfen spielen kann. Weil Liberlo hat das Problem, dass es gebannt ist im Moment. Ich denke mal, das wird wieder entbannt. Also man darf es nicht in bewerteten Kämpfen technisch gesehen verwenden. Ja, Drapfel, wenn es einen Zauberschein abbekommt, ist es tot. Ich hoffe einfach mal, Driftzeppeli mit Donner reicht aus. Es geht auf Spotlight. Drapfel wird schneller sein. Ich habe Gravitation eingesetzt. Ne, Driftzeppeli schneller. Nice, okay, sehr schön. Gucken, ob das ausreicht. Oh, nicht im Ansatz. Hoffen wir mal, dass die Gravitation ausreicht. Der Nachteil dieser ganzen Strategie, ich denke mal, ist es offensichtlich. Auch eine sehr coole Animation. Ist, dass der Gegner natürlich auch von der Erdanziehung profitiert. Also, es ist nicht nur ich, der quasi von der ganzen Erdanziehung profitiert, sondern mein Gegner auch. Er kann das ausstollen mit Schutzschild. Wie gesagt, jede Runde zählt und wenn er dann einmal richtig schön ausstollt, dann geht meine ganze Taktik plötzlich nicht mehr auf. Wir machen genau das gleiche wie gerade. Es kommt ein Schutzschild von Togekiss. Das macht eigentlich nichts aus, wenn Stalobor... Ja, wobei, wenn Stalobor aufwacht, sollte es mich eigentlich nicht one-shotten. Er schläft aber, okay. Ich denke nicht, dass ein Steinhagel gegen meinen Drapfel gereicht hätte. Nicht gegen Drapfel. Drapfel hat eigentlich ganz gute Verteidigung. Die Animation ist, by the way, angelehnt an Isaac Newton, der ja angeblich die Gravitation erforscht hat, dadurch, dass ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, glaube ich. So war das, glaube ich. Ich glaube, das Apple-Logo ist auch daran angelehnt, wenn mich nicht alles täuscht. Dieses Team ist echt... Es hat echt Druck. Also mein Gegner muss handeln. Das mag ich an diesem Team. Mein Gegner muss irgendwas tun. Das war bei der ersten Folge Testlabor nicht so. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer so ein bisschen unter Zugzwang war. Hier habe ich irgendwie, auch wenn ich unter Druck quasi bin, die Runden von Erdanziehung richtig auszunutzen, ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr Kontrolle habe, wie der Kampf abläuft. Speziell, weil ich auch Liberlo dabei habe und wenn dann sowas wie Lapras kommt und Aurora-Schleier einsetzt oder eben Alola, Volnona, kann ich das einfach auf meine Seite packen. Das Team gefällt mir. Ich hoffe, das habe ich jetzt ganz gut ausdrücken können. Wenn ich das zu häufig gesagt habe, dann entschuldige ich mich dafür. Es freut mich einfach nur so sehr. Wir werden auf jeden Fall eine vierte Runde machen. Ich habe eigentlich gedacht, drei Runden und dann ist gut. Dann habe ich ja alles gezeigt. Wir haben Milotic noch nicht gesehen. Mal gucken, was er jetzt vorhat. Ja, Donner wird reichen. Das war's mit Togekiss. Und ja, ein Hutsasa sollten wir besiegen können. Das, wäre peinlich, wenn ich das jetzt verliere. Doppelflügel kommt durch. Einer reicht schon, beziehungsweise das kommt zweimal durch. Das war sogar ein Volltreffer, ansonsten würde einer nicht ausreichen. Also eine Attacke. Pilzspore kann nur gegen Driftzeppeli kommen. Da ist sie sogar. Ja, gut. Das Einzige, was jetzt passieren kann, jetzt könnte es ein bisschen eine Shitshow hier werden. Der Sandsturm legt sich, was bedeutet auch, dass die Erdanziehung wieder normal ist. Das wird wahrscheinlich am Ende nochmal kommen. Genau, die Erdanziehung ist wieder normal. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass Übereifer natürlich so funktioniert, wie es normalerweise funktioniert. Heißt also, selbst meine Attacken mit 100 Genauigkeit haben jetzt nur eine 80%ige Genauigkeit.
Und Drachenstoß ist quasi eine Attacke, die niemals treffen wird. Und ja, ich glaube, ich gehe auf Doppelflügel. Und Bürde. Früher oder später wird was treffen. Und bevor... Okay, mein Gegner gibt auf. Ich denke mal, er dachte sich auch, ich spare mir die Zeit. GG Wellplayed an meinen Gegner, war aber nichtsdestotrotz ein schöner Kampf. Wir sehen uns gleich in der letzten Runde. Und zu guter Letzt darf ich vorstellen, der Härtetest. Kapufala, Anego, Kaguron heißt es, meine ich. Das Stahlflug-Pokémon, das man sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hat. Und ich war sehr, sehr glücklich, es sehr, sehr lange nicht mehr zu sehen. Sehr ekelhaftes Pokémon. Ansonsten noch Chabel, Elfan und natürlich Suicune. Suicune gefällt mir sehr gut. In Doppelkämpfen ein nicht zu unterschätzendes Pokémon. Habe ich damals sehr häufig gespielt. Wir werden Martellit wieder einsetzen an erster Stelle. Ich möchte Milotic mitnehmen. Gegen dieses Team ist es nicht allzu gut. Aber wir nehmen es mit. Drifzeppeli, Drapfel und Milotic. Und dann gucken wir, was wir reißen können. Das wird der Härtetest. Also ein paar Ultrabesten sind dabei, ein legendäres bzw. zwei legendäre Pokémon und Elfan ist zwar nichts Legendäres oder so, aber ist eins der meistgenutzten Doppelkampf-Pokémon im Spiel. Jeder mag es, jeder will es benutzen. Technisch gesehen ist es auch gebannt, genau wie Liberlo. Es ist einfach ein bisschen zu stark, was das Supporten angeht. Und ich denke mal, wir werden jetzt einen Fokusgurt auf Elfan erschnüffeln. Und wenn es schlecht läuft, eine Wahlbrille, vielleicht ein Wahlschal auf Kapufala. Richtig, Psychoerzeuger kommt durch. Ja, das zeigt auf jeden Fall, dass Kapufala schneller als Martellit ist. Schwerschweif und Schutzbrille, wow. Okay, das sind zwei Items, mit denen ich nicht gerechnet habe. Okay, jetzt bin ich doch interessierter als gedacht an diesem Team. Wir gehen mal wieder auf unsere standardmäßige Taktik. Und mit Hypnose greifen wir mal Kapufala an. Ich werde nicht den Rückenwind rausholen, weil genau das wird Elfan tun. Und wenn beide den Rückenwind rausholen, ihr wisst, was passiert, dann ist es so, als wäre der Rückenwind eben nicht draußen. Ich hätte technisch gesehen auch Liberlo mitnehmen können. Man kann auch den Rückenwind mit Liberlo klauen. So wie ich den Lichtschild und das Reflektor geklaut habe, kann ich auch den Rückenwind klauen mit Liberlo. Das musste ich mir mal überlegen. Ich lerne mit Runde zu Runde mit diesem Team dazu. Das finde ich eigentlich genial. Das macht das Team so interessant. Ich liebe dieses Team. Verhöhner kommt durch. Ah, Verhöhner kannst du gegen Martellit einsetzen. Das ist mir egal. Hättest du das gegen Drifzeppeli eingesetzt, wäre das eine ganz andere Geschichte hier gewesen. So. Ich denke mal, ich muss nicht erklären, was hier nochmal passiert. Ich hoffe einfach mal, dass es angekommen ist. Hypnose trifft hundertprozentig und Kapufala ist kein Problem mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde jetzt nicht Kapufala mit Martellit fokussen, sondern ich werde Dina Schwarm einsetzen, Spezialangriff von Kapufala senken und mit Bürde, ja, anfangen, das Kapufala anzuschwächen. Ich glaube nicht, dass eine Bürde von Drifzeppeli ausreicht. Wäre schön, ich glaube aber nicht. Kapufala ist schon ein sehr, sehr starkes Pokémon. Das stärkste von den Kapu-Pokémon. Das einzige, was mithalten kann, ist da Kapuriki. Meiner Meinung nach. Kapufala hat halt den Vorteil, dass das Psychofeld ein bisschen interessanter und spannender ist als das Elektrofeld. Wobei das Elektrofeld würde jetzt gerade helfen. Dann könnte ich Kapuriki nicht einschläfern. Wechsel dich. Oh, wechsel dich. Wait, mein Gegner hat sich gerade selbst outplayed. Oh, ich merke das selber erst gerade. Du kannst keine Prioritätenattacken einsetzen, solange das Psychofeld draußen ist. Heißt also, wechsel dich kann nicht durchkommen, solange das Psychofeld draußen ist. Wow. Wo kommt der Schaden denn auf einmal her? Wait. Was ist da gerade passiert? Oh, hallo. Wie geht's dir denn? Ja, und du bist auch noch da. Schlanke Dame. Was zum Geier? Eine Bürde hat ausgereicht. Ich weiß, dass es doppelter Schaden ist. Deswegen habe ich ja Bürde und Hypnose auf Drifzeppeli dabei. Aber dass es so viel Schaden macht. Das ist beeindruckend. Chabel ist auch ein sehr schnelles Pokémon. Ich weiß nicht, ob der Rückenwind da wirklich so viel ausgemacht hätte. Käfergebrumm. Oh, wieso nicht gegen Martellit?
Dann hättest du den Schwächenschutz aktiviert. Das wäre eine coole Sache. Akrobatik. Oh, so willst du also den Schwächenschutz aktivieren. Ist mir auch recht. Können wir gerne so machen. Ja, diese wunderschöne Käferdame ist Geschichte. Das wird sie nicht aushalten. Never ever. Ich dachte, das wird jetzt hier der übelste Härtetest, aber meine Pokémon stompen gerade die gegnerischen Pokémon sowas von weg. Die haben ja gar keine Chance gerade. Ich bin ein bisschen perplex. Okay, das macht endlich mal Schaden, den ich verstehe. Das war endlich mal ein Schaden, den ich verstanden habe. Kakuron ist so ein ekelhaftes Pokémon. Leider ist es ein bisschen zu stark. Ja, nichts von hier macht überhaupt sehr effektiven Schaden. Da sieht man schon, wieso ich das Pokémon nicht so gerne habe. Wir holen mal Milotic rein. Dann haben wir auch Milotic gesehen. Ich glaube, das ist ganz cool. Wir gehen mal auf eine Hypnose. Solange wir es einsetzen können, sollten wir es ausnutzen. Ich halte mich an die Sleep Claws. Heißt also, wenn ein Pokémon schläft, werde ich nicht ein zweites einschläfern. Akrobatik kommt wieder durch. Drift Zeppeli. Das Coole bei Drift Zeppeli ist, sobald die Zitrobeere aktiviert ist, ist es doppelt so schnell, weil es Entlastung als Fähigkeit hat. Wenn dann noch der Rückenwind draußen ist, gibt es kein Pokémon im Spiel, das so schnell ist. Außer wenn irgendwie Rückenwind und Walschal oder sowas. Aber Drift Zeppeli wird der heißeste und schnellste Heißluftballon auf diesem Planeten sein. Genau, Lehmbrühe. Ich kann ja ein bisschen erklären, was bei Milotic die Sache ist. Vom Prinzip das gleiche wie bei Drift Zeppeli. Hypnose, um den Gegner einzuschläfern. Lehmbrühe hat keine hundertprozentige Genauigkeit und kann die Genauigkeit des Gegners senken. Fand ich ganz cool. Ansonsten kann man natürlich Hydropumpe auch mitnehmen. Hat auch keine hundertprozentige Genauigkeit. Unter Erdanziehung schon und macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Und Eisstrahl habe ich nur just in case mitgenommen, falls ich keine Erdanziehung habe und trotzdem noch so eine Art Finishing Blow machen muss. Wo ich sicher eine Attacke treffen muss. Man weiß nie. Gucken, ob das hier schon ausreicht. Böde kommt durch. Gucken, wie viel Schaden das hier macht. Das sollte eigentlich auch nicht so viel bei rumkommen. Nee. Und Lehmbrühe. So, dann haben wir zumindest alle Pokémon gesehen. Wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr von dem Team denkt. Ich liebe es. Mir macht es extrem viel Spaß. Ich finde es einfach, um es nochmal so gegen Ende zu sagen, so cool. Ich habe das einfach nur in der Theorie alles geplant. Ich habe nur mich damit beschäftigt, hier und da ein bisschen umgebaut, geguckt, welche Pokémon will ich mitnehmen, welche nicht. Und dass es so gut funktioniert, ist einfach schön. Selbst der erste Kampf hat mir gefallen und da habe ich ja nicht mal gewonnen. Mein Gegner hat wieder aufgegeben, aber ja, irgendwie geben die heute alle sehr früh auf, aber man kann es ja verstehen, die haben da nicht mehr viel Chance. Das Team hat wirklich sehr viel offensive Präsenz und Power, solange die Erdanziehung verständlicherweise da ist. Und genau, das war diese Folge Testlabor mit einem Giga-Dynamax Martellit. Probiert das Team gerne selbst aus. Ich denke, man hat mir angemerkt, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich brauche noch etwas Übung mit dem Team, aber ich denke, es hat wirklich Potenzial. Alternativ kann man natürlich das ein oder andere Pokémon ersetzen, mit beispielsweise Electragon oder Fermicula. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video teilt und ein Abo dalässt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.